abgeht in unserem schönen Land. Viele unserer Rechte mit Füßen getreten. Die neue Diktatur, die ist jetzt erbeten. Ein Virus soll die Ursache von allem sein. Tödlich verlaufend und mikroskopisch klein. Die Menschen in Angst, die Wirtschaft zerstört. Warnende Stimmen werden nicht mehr gehört. Mit Manipulation und falschen Propheten werden alle im Land zum Gehorsam gebeten. Wenn du nicht gehorchst, drohen Strafen und Knast. Weil jeder wird geächtet, dessen Meinung nicht passt. Wahrheit, Recht und Freiheit sind die Dinge, die erstrebenswert sind. Wahrheit, Recht und Freiheit ist sogar das, was die Regierung uns nimmt. Wahrheit, Recht und Freiheit nimmt man den demokratischen Erfolg. Wahrheit, Recht und Freiheit, denken wir dran, denn wir sind das Volk. Mit zweifelhaften Tests wird die Panik erzeugt. Mit immensem Druck und Angst wird das Recht gebeugt. Mit der Maske als Zeichen wird die Stimme unterbunden. Die müssen alle tragen, auch sogar die Gesunden. Nun sagt mal ihr da oben, warum tut ihr alles das? Ist euch Macht und Geld so wichtig oder ist das einfach Hass? Auf das eigene Volk, das euch als einmal gewählt. Redet selbst zurück, den Sinn und Zweck habt ihr verfehlt. Woher nehmt ihr euch die selbstherrliche Arroganz? Zu diktieren und zu lenken wie beim Totentanz. Wir sind individuelle Menschen mit Verstand und legen unser Leben sicher nicht in eure Hand. Wahrheit, Recht und Freiheit sind die Dinge, die erstrebenswert sind. Wahrheit, Recht und Freiheit ist sie auch das, was die Regierung uns gibt. Wahrheit, Recht und Freiheit nimmt man den demokratischen Erfolg. Wahrheit, Recht und Freiheit, denken wir rein, denn wir sind das Volk. Für all eure Verbrechen, die ihr gerade tut, kommt irgendwann der Zeitpunkt, da haben alle Mut, euch den Prozess zu machen, indem ihr dann erfahrt, wie es ist, wenn man gejagt wird und am Ende angeklagt. Beginnt zu hinterfragen, was Wahrheit und was Lug. Bekämpft und deckt ihn auf, den irrealen Betrug. Das Herz in der Hand, die Wahrheit im Blut, und steht dagegen auf, mit all eurem Mut. Es ist nun an der Zeit, dass alle sich vereinen. Vom Thron zu stoßen diese, im Großen wie im Kleinen. Die Diktatur und Willkür beenden hier und jetzt für die bessere Zukunft, die wirklich jeder schätzt. Wahrheit, Recht und Freiheit sind die Dinge, die erstrebenswert sind. Wahrheit, Recht und Freiheit ist sie doch das, was die Regierung uns nimmt. Wahrheit, Recht und Freiheit nimmt man den demokratischen Erfolg. Wahrheit, Recht und Freiheit, denken wir mal rein.